Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute nochmal Amazon, das ist sehr gut bei euch angekommen, das sehe ich ja auch an den Aufrufzahlen. Diesmal haben wir allerdings den Megaport High-End Gaming PC AMD Ryzen 7 3700X mit einer 3060 drin für 1500 Euro. Zu dem Bild sei gesagt, ja, sonderlich fake ist es tatsächlich nicht. Hier ist sogar ein kleineres Board eingebaut als angegeben. Die Grafikkarte kann ich nicht viel zu sagen. Das Gehäuse wird soweit stimmen, auch mit den RGB-Lüftern. Hier ist ein Stocklüfter drauf verbaut, das wird wohl auch stimmen. Und nur ein Riegel RAM, zu dem Thema kommen wir dann später noch. Nur ein kleiner Hinweis, das System ist auch bei Otto verfügbar, allerdings für 30 Euro mehr. Das heißt, wenn ihr ihn unbedingt kaufen solltet, dann kauft ihn bei Amazon, da ist er ein bisschen günstiger. Und auch was die Daten angeht, ich hatte hier schon mal ein Otto.de Megaport Ryzen 3700X NVIDIA RTX 3060 Video gemacht. Das ist nicht das gleiche System. Es ist ein anderes Mainboard drin, ein anderes Netzteil, anderer Lüfter. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, nicht, dass ihr sagt, ey, das Video hattest du doch schon mal. Nee, hatte ich noch nicht. Den Werbetext hier werde ich jetzt nicht vorlesen, das habe ich letztes Mal nur gemacht, weil wirklich so viele Fehler drin waren. Hier ist das soweit alles okay. Die einzige Sache ist nur, hier steht eine 1 TB Crucial P2 als SSD drin und unten in den Daten steht eine Kingston A2000. Das heißt, ihr wisst nicht, was ihr genau bekommt. Das macht jetzt nicht viel, die unterscheiden sich jetzt nicht großartig, zumindest was die Geschwindigkeit angeht. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Starten wir mit den technischen Daten. Betriebssystem Windows 10 Home. Ich habe jetzt hier im Warenkorb einfach die Pro-Variante genommen, die kostet das gleiche, von daher ist das wurscht. Schön, dass es dabei ist, kostet 20 Euro und packen wir so in den Warenkorb. Prozessor AMD Ryzen 7 3700X mit 8 Kernen und 3,6 GHz. Diesmal haben wir endlich mal keinen 3600er, sondern einen 3700er. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, hat eine TDP von 65 Watt, das kriegt eigentlich jeder Lüfter weg, auch der Stocklüfter. Ist jetzt hier auch in der Box-Variante vorliegend, das heißt der Lüfter ist schon mit dabei, also der Kühler, CPU-Kühler, ich sage dort Lüfter, CPU-Kühler. Basistakt 3,6 GHz. Turbotakt 4,4 GHz, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Hier haben wir nur 3000 verbaut, kommen wir aber gleich noch zu sprechen. Da gibt es noch einen größeren Mangel, den ich auf jeden Fall ansprechen muss. Mit dem könnt ihr auch einigermaßen gut streamen, kommt natürlich immer aufs Game an, ob das sehr CPU-lastig ist. Aber ein 8-Kerner eignet sich deutlich besser zum Streamen als ein 6-Kerner, wenn es wirklich um Gaming gehen soll. Und der kostet 305,71 Euro bei eBay. Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB. Welche ihr da jetzt bekommt, steht natürlich in den Sternen. Wir haben jetzt die Asus Duo genommen, weil die am günstigsten ist, in Anführungsstrichen. 700 Euro ist immer noch viel zu viel für so eine Grafikkarte. Das ist eine Einsteiger-Grafikkarte in der aktuellen Variante. Also wir haben hier die 3000er-Reihe von Nvidia aktuell. Da kommt noch die 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080. Also wirklich im Moment noch das Einsteigermodell. Es soll wohl bald noch eine kleinere kommen. Ihr könnt damit auf Full HD die meisten Games gut spielen aktuell. Wir haben das mal getestet. Lexi hatte die in ihrem Rechner. Sie konnte Far Cry damit auf jeden Fall auch gut spielen. Das ist sehr anspruchsvoll, das Game. Sobald ihr auf WQHD zocken wollt, sagen wir auch noch 144 Hertz, wird es natürlich ein bisschen eng. Full HD packt die aber soweit. Es kommt immer auf die Spieleinstellungen an. Und die kostet, wie gesagt, 700 Euro, also 708 Euro beim Asus eShop. Beim Asus eShop ist es immer so der Fall, da kriegt ihr noch ein paar Goodies dabei, irgendwie eine Webcam und sowas. Das ist ein Bundle. Aber da es sowieso der günstigste Anbieter im Moment ist, nehmen wir einfach jetzt den Asus eShop auf eBay. Arbeitsspeicher, 16 GB, DDR4, 3000 MHz RAM, ADATA, Crucial oder Team Group. Ich finde deren Auswahl, was die Hersteller angeht, sehr interessant. ADATA, Team Group und so, das wird heutzutage eigentlich kaum noch verbaut, zumindest im Endconsumer-Bereich. Das ist jetzt auch nur ein Single-Riegel, warum mache ich das? Ich habe mal hier unten in den Kundenfragen geschaut, hier wird gefragt, sind es 2x8 oder 1x16 und der Kunde hat selber geantwortet 1x16. In meinem Video, was ja auch über Megaport war, wurde auch gesagt, es wurde nur ein 16 GB-Riegel verbaut. Und ich sage euch eins, das ist richtig scheiße. Ich sage euch auch warum. Wenn ihr Dual-Channel habt oder Single-Channel, hier ist jetzt Single-Channel, habt ihr mit Sicherheit einen FPS-Verlust von 20%. Ganz locker. Sagen wir, habt ihr in einem Game 130 FPS, dann habt ihr nur noch 100. Guckt mal auf YouTube, da gibt es so ein paar Videos gegen Single-Channel und Dual-Channel bei RAM, ja. Es sollten immer 2 Riegel verbaut werden, mindestens. Also 2 Riegel sollten schon sein. Die anderen 2 Slots, die dann meistens auf dem Mainboard noch frei bleiben, könnt ihr zum Erweitern nehmen, klar. Aber Dual-Channel muss sein. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich jetzt schon sage, das System taugt nicht. Und ich denke, die meisten werden mir da auch zustimmen. Ihr könnt natürlich auch hergehen und euch noch einen zweiten 16 GB-Riegel am besten vom gleichen Hersteller mit den gleichen Timings kaufen, den dabei stecken, dann habt ihr das Problem nicht mehr. Aber dass ein System fertig so angeboten wird, ist ja meistens für Kunden, die vom PC-Bau sowieso keine Ahnung haben. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, nur die meisten Leute kaufen halt einen Fertig-PC, wenn sie nicht selber bauen können. Die werden sich keinen zweiten Riegel kaufen. Das ist halt einfach so. Nichtsdestotrotz sind 16 GB natürlich auch in dieser Preissektion noch angemessen, aber ich würde wirklich sagen, lasst die Finger davon. Jetzt schon. Und der kostet 73,62 Euro bei Amazon. Kommen wir zur SSD. Hier steht wie gesagt die 1 TB M.2 Kingston A2000. 1 TB in dem Preisbereich völlig in Ordnung. Lesegeschwindigkeit 2200 MB die Sekunde, Schreibgeschwindigkeit 2000 MB die Sekunde. Das passt soweit. Die ist völlig okay. Ihr könnt hinterher sogar noch ein bisschen erweitern mit einer HDD oder einer 2,5 Zoll SSD, wie ihr gerne möchtet. Und die kostet knapp 90 Euro bei Mindfactory.
Mainboard MSI B450 Tomahawk. Die Sache ist die, derzeit gibt es keine Angebote dazu, deswegen habe ich das Tomahawk Max 2 im Warenkorb genommen. Das ist, glaube ich, sogar ein bisschen teurer als das, lasst es 5 Euro sein, völlig egal. Wir gehen jetzt wirklich von dem Tomahawk aus, was auch drin verbaut ist. Im Warenkorb ist dann ein anderes, was gleichwertig ist. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, dezente RGB-Beleuchtung, 4 RAM-Bänke, also die Erweiterungsmöglichkeit ist auf jeden Fall da. Hier kann eine M.2 SSD reingebaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr wie immer nicht benutzen, weil der Lüfter der Grafikkarte das überdeckt. Hier vorne haben wir noch einen Erweiterungsslot, hier könnt ihr noch eine Capture-Card zum Beispiel anschließen, eine WLAN-Karte. Das passt soweit also. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, Netzwerkanschluss, USB 3.1, USB-C 3.1, zweimal USB 3.0, HDMI, DVI könnt ihr bei diesem Mainboard nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, zweimal USB 2.0, PS2 werdet ihr auch nicht benutzen und einen Flash-BIOS-Button werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Alles in allem grundsolides Board, das Max 2 hatte ich ja vor kurzem auch vorgeschlagen, einfach um das Micro-ATX auszugleichen. Hier ist es schon verbaut, das ist noch das etwas ältere, das macht aber nichts, das ist soweit okay. Schauen wir jetzt hier in der Liste, kostet das 69,87 €, das wäre dann das Max 2. WLAN, TP-Link, PCI Express WLAN-Karte bis zu 300 MB die Sekunde. Ja, 300 MB die Sekunde, das ist noch ein etwas älterer Standard. Wir packen jetzt hier eine AC-Karte rein, die ist noch ein bisschen schneller. Die tun sich aber alle nicht viel, was die Preisgestaltung angeht. Die kostet 17,76 €, die packen wir jetzt so in den Warenkorb. Ist nicht das schnellste WLAN, es gibt jetzt aktuell auch schon den AX-Standard. Für euch zum Daddeln wird es einigermaßen reichen. Wer jetzt auch noch wirklich streamen möchte, was mit diesem PC definitiv möglich ist, der sollte wirklich auf LAN-Kabel gehen. So mache ich das auch. Ich habe es ausprobiert hier bei mir in der Wohnung. Ich habe mehrere Router hier stehen, beziehungsweise auch Verteiler und so. Das funktioniert nicht gut mit dem WLAN. Laufwerk ohne, klar, das ist dem Gehäuse geschuldet. Netzteil 650 Watt AZA PSAZ 80 plus Bronze. Ach, ich weiß bis heute nicht, was ich von diesen Netzteilen halten soll. Das System hat ungefähr einen Verbrauch von 350 Watt in Spitze. Ja, ich habe das eben durch einen Netzteilrechner gejagt. Wir haben hier jetzt 650 Watt, das heißt, es ist sehr effizient unterwegs, auch wenn es nur Bronze zertifiziert ist. Wenn ein Netzteil 50% ausgelastet ist, ist es am effizientesten und hat auch nicht so eine große Wärmeabgabe und ähnliches. Ich bin jetzt kein Fan davon. Leistungstechnisch passt es in dieses System aber gut rein. Ich würde dann eher in Richtung Enermax, Be Quiet, Shakun gehen, irgendwie sowas. AZA hatte ich persönlich auch noch nie in der Hand, werde ich auch erstmal jetzt so nicht verbauen. Wie gesagt, für dieses System reicht es locker aus, ihr könnt hinterher sogar noch ein bisschen erweitern. Ihr habt hier auch nur eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Das ist ein bisschen wenig. Selbst Be Quiet gibt auf seine System Power Netzteile, also die Einsteigergeneration, 3 Jahre. Sollte man sich vielleicht drüber Gedanken machen, aber wie gesagt, erstmal okay. Und das kostet 39,96 € bei Mindfactory. Als Gehäuse haben wir ein Megaport Hunter RGB mit 4 farbigen Gehäuselüftern, bla bla bla, klar, einstellbare RGB-Beleuchtung. Das bekommt ihr im Endkundensegment natürlich nicht einzeln, das müssten wir hier jetzt als Alternative nehmen. Hier haben wir auch hinten einen Lüfter RGB beleuchtet, vorne einen, designtechnisch kommt es ungefähr dabei ran. Ansonsten kann ich euch leider nichts dazu sagen, ich weiß nicht, wie der Airflow ist oder ähnliches, weil ich so ein Gehäuse halt noch nie in der Hand hatte. Aber ich denke, bei 63,91 € sind wir in einem Preisbereich, das wird auf jeden Fall auch das andere Gehäuse wert sein. Und dann sind wir auch schon beim Ergebnis. Hier haben wir den Prozessor, den RAM als Single-DIMM, Grafikkarte, die beiden Boards, wo wir jetzt das Max 2 berechnen, die WLAN-Karte, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.298,82 €. Das System soll kosten 1.499 € bzw. 1.529 € eben bei Otto. Preislich gesehen habt ihr gegenüber dem Selbstbau 200 € Unterschied. Das ist so eine Grenze. Ich sage ja immer wieder, wenn ihr diese Teile jetzt 1:1 bei Mindfactory zusammensuchen würdet und würdet das von Mindfactory zusammenbauen lassen, dann wärt ihr bei 150 € fürs Zusammenbauen die Gebühr. Die müssen natürlich noch an Amazon ein bisschen was abtreten, beziehungsweise bei Otto. Ich finde das lustig, dass es bei Otto teurer ist. Vielleicht nimmt Otto ein paar Prozente mehr. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht kann mich da jemand informieren, der die Prozentzahlen weiß. Das wurde mir letztes Mal auch in die Kommentare geschrieben. Aber eigentlich zum System gesagt, kauft es euch einfach nicht. Es ist zwar irgendwo okay konfiguriert. Mich stört der RAM mit 3000 MHz und vor allen Dingen, dass es ein Single-DIMM ist. Ja, wenn ihr euch jetzt einen zweiten RAM-Riegel kauft, hätte ich sogar gesagt, oh, okay. Ist alles nicht so das Wahre, bin ich jetzt kein Fan von. Wenn ihr euch den jetzt gekauft habt, ja gut. Dann gebe ich euch jetzt den Tipp, kauft euch einen zweiten Riegel, guckt welcher drin ist. Da ist immer so ein Aufkleber drauf. Schreibt die Kennung einfach bei Google rein, kauft euch einen zweiten, dann passt das. Aber so direkt standalone jetzt kaufen und sagen, das System ist okay, mache ich nicht. Geht nicht. Was Prozessor und Grafikkarte angeht, sind die soweit gut abgestimmt, das finde ich okay. Auch wenn ich mit der 5000er-Reihe jetzt natürlich glücklicher gewesen wäre, aber in dem Preisbereich kann man ruhig noch die 3000er-Reihe von AMD verwenden. Aber kurz und knapp, lasst die Finger davon. Ganz einfach. Die sind nicht so schlimm wie Memory-PC, aber immer noch schlimm. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, joint unseren Discord-Kanal, wenn ihr noch Fragen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.